Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Mirror. So, wir haben hier gerade den Häcksler voller Blut gefunden. Das heißt, ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns diese seltsamen Säcke an. Sie sind voller Laub. Henry hat alle Hände voll zu tun mit der Pflege des Gartens. Laub? Bist du sicher? Laubsäcke steht da jetzt auch. Dieses ganze Laub wird irgendwann verbrannt. Ach so, also ist das Absicht, dass hier die Häufchen brennen? Okay, ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe natürlich auch selber kein so großes Anwesen. Nicht ganz. Wenn jemand, weiß nicht, sich da mehr auskennt, kann er mal in die Kommentare schreiben. Verbrennt man Laub einfach so in so Häufchen? Ist das normal? Vielleicht, wer weiß. Den Häcksler können wir nochmal angucken. Sagt er da auch noch was Neues? Achso, nö. Da können wir nur einfach halt reingucken. Könnten wir irgendwas häckseln, falls wir irgendwelche Beweise loswerden wollen. Dann gehen wir mal ins Gewächshaus, würde ich sagen. Die Tür ist abgeschlossen. Dann gehen wir nicht ins Gewächshaus. Ich wollte sowieso gerade zur Treppe gehen. Kein Problem. So, mit dem Gärtner haben wir hier ja schon geredet. Dann gehen wir mal zurück zum Haupttor. Da sind wir gelandet nach dem Teleport quasi. Gucken wir mal. So, hier ist ein Menhir? Das Wort kenne ich nicht, muss ich sagen. Hier ist ein großer Stein, hätte ich gesagt. Aber gut, vielleicht spricht er es ja einmal für uns aus. Ich würde zu gerne wissen, woher diese Steine stammen. Okay, nö. Aber alles klar, Steine. So, nackte Damen, die Kugeln halten, sind anscheinend unser Familien... Eingang. Briefkasten. Oh, vielleicht haben wir Post bekommen. Hier wird unsere Post eingeworfen. Jedenfalls war es früher so. Können wir mal gucken? Er ist leer. Oh, schade. Keine Post. Er ist leer. Okay, das sagt er immer im Kreis. Vielleicht kommt ja später noch Post. Ich wollte nur mal gucken, weil manchmal sagt er noch mehr. So, hier ist ein Schloss davor. Das Haupttor ist normalerweise geschlossen. Wie heute. Autos nicht erwünscht, würde ich sagen. So, können wir... Oh ja, zum Umland von Black Mirror. Wir könnten tatsächlich einfach abhauen. Weiß ich nicht, ob der das macht. Gucken wir mal. Ich habe keinen Grund zu gehen. Okay. Macht er also erstmal nicht. Dann glaube ich aber, haben wir uns doch jetzt tatsächlich alles angeguckt, oder? Es hat nur 3 Folgen gedauert, aber wir haben das gesamte Anwesen gesehen. Die Frage ist, was machen wir denn dann jetzt als nächstes? Wir könnten natürlich mal gucken, ob in unserem Zimmer jetzt Feuer an ist und ob da vielleicht der gute Mann ist, der Butler. Weil eigentlich wollte ich ja mit dem nochmal reden, ne? Und wir haben ihm ja gesagt, er soll Feuer anmachen. Also würde ich sagen, schauen wir mal, ob der vielleicht hier hingewandert ist. Nö. Und Feuer ist auch nicht gemacht. Na, vielen Dank. Ist in der Brieftasche eigentlich noch was drin? Sie enthält einige Münzen. Ah, oh, Tatsache. Jetzt haben wir eine Münze. Cool. Da ist ziemlich viel Geld drin. Ach ja, natürlich. In meinem Portemonnaie ist natürlich auch immer ziemlich viel Geld drin. Was für ein Angeber. Na gut. Aber was machen wir denn dann jetzt noch? Irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten so viele Orte. Wir hatten das Rätsel mit dem Globus. Oder bei dem Globus, da fehlte irgendwas. Da fehlten diese Kugeln, ne? Könnten wir natürlich mal ausprobieren, ob Bonbons da reingehen. Ansonsten hatten wir noch irgendwas? Ne, der Butler ist auch immer noch nicht wiedergekommen. Und die Dame dürfen wir wahrscheinlich auch immer noch nicht stören. Würde ich mal sagen. Oder ich probiere es mal. Vielleicht haben wir irgendwas erfahren, wozu er sie gerne befragen würde. Ich komme später wieder. Okay, nee, möchte er nicht. Ach, wir könnten natürlich den Gärtner einfach fragen nach dem Schlüssel zum Gewächshaus. Aber ehrlich gesagt, boah, ich glaube in diesem Spiel, ich glaube, ich hätte mal eine Liste führen sollen, ne? Das wäre mal smart gewesen. Muss ich vielleicht ab jetzt anfangen? Brauche ich irgendein Buch oder so, das ich mir aufschreiben kann? Weil das Anwesen einfach so groß ist. So, wo verschlossene Türen waren,
was die Leute zu uns gesagt haben, so die Quests, wo es noch so Minispiele gab. Henry. Ja. So, ach, wir können ihn tatsächlich neue Sachen fragen und tatsächlich auch nach dem abgeschlossenen Gewächshaus. Aber zuerst dieses Blut im Häcksler, Henry. Möchtest du mir dazu vielleicht etwas mitteilen? Henry, in dem Häcksler vor dem Treibhaus ist Blut. Wo kommt es her? Aber das ist unmöglich, Sir. Ich habe ihn nur mit Ästen gefüttert. Sind Sie ganz sicher? Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich habe es mir wohl eingebildet. Ich sollte mich vielleicht ausruhen. Wer weiß, was ich gesehen habe? Wie, wer weiß, was du... Ich weiß, was du gesehen hast. So schnell gibt er auf? Ich bin enttäuscht von dir, Samuel. So, aber hast du den Schlüssel? Henry, ich war am Gewächshaus. Es ist abgeschlossen. Warum? Ich schließe es tagsüber ab, nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen? Ich will nicht, dass jemand reinspaziert und in meinen Sachen rumschnüffelt. Laufen denn Fremde hier herum? Nein, Sir, das ist nicht das Problem. Aber ich habe Morris ein paar Mal da gesehen und er hat dort nichts zu suchen. Gewächshaus und Garten sind meine Aufgabe. Ich schließe aus Gewohnheit ab, um sicher zu gehen, dass nichts verloren geht. Aber wenn Sie sich umsehen wollen, Sir, mache ich auf. Nein, ich wollte nur wissen, warum es abgeschlossen ist. Wonach könnte Morris im Gewächshaus suchen? Ich will Sie nicht länger stören. Okay, wir sollten also Morris befragen nach dem verschlossenen Gewächshaus, beziehungsweise danach, was er dort sucht. Und, also wirklich, da lehnt er einfach den Schlüssel ab. Von wegen, wir wollen uns da nicht umsehen. Ich will mich da umsehen. So, wir gucken nochmal. Hier ist nichts. Ich könnte schwören, ich habe Blut gesehen. Was? Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Moment mal, was? Wir haben eine Pille genommen. Oh, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee war. Das erinnert mich ein bisschen an Fran Bo, muss ich sagen, mit, dass er jetzt so eine Pille nimmt einfach und jetzt ist wieder alles normal. Haben wir uns das echt eingebildet? Ich bin unsicher, ob ich das glauben kann, dass wir uns das nur eingebildet haben. Ich meine, es gab ja auch Gerüchte, dass der Verstorbene etwas seltsam war. Nicht, dass er auch einfach Sachen gesehen hat, so wie wir sie jetzt sehen, weil wir jetzt irgendwie von dem Fluch oder weiß ich nicht. Ich interpretiere da, glaube ich, im Moment ein bisschen zu viel. Wir wissen ja eigentlich noch gar nichts. So, ich wollte hier nämlich nochmal nach draußen gehen. Ich wollte jetzt mal nämlich den Morris befragen. Der war doch hier drüben, oder? Wenn ich... Huch! Jetzt bin ich wieder hier. Bin ich voll unnötig im Kreis gelaufen. Moment, ich wollte eigentlich hier zum hinteren Garten. Wo war der denn? Der war doch irgendwo... Boah, eine Map bräuchte ich auch, eine größere. Zum Esszimmer. Der war doch draußen irgendwie. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich doch jemanden draußen. An der Scheune war der. Wie kamen wir denn nochmal zur Scheune? Einen Moment. Dieses Anwesen ist ein bisschen zu groß. So, hier geht's auf jeden Fall. Hinterer Garten. Zur Treppe. Es war auf jeden Fall nicht an der Vorderseite, glaube ich, hier zum Haupteingang. Zum Stall, genau. Beim Stall war er. Ja, okay. Sehr schön. Alles wiedergefunden. So, genau, hier ist er. Dann fragen wir ihn doch direkt mal. Hallo, Morris. Morris, haben Sie einen Moment? Klar. Black Mirror oder Henry? Wir können gar nicht, aber wobei Henry wäre wahrscheinlich das Gewächshaus. Aber ich frage erstmal nochmal nach dem Schloss. Morris, Sie wohnen gleich neben dem alten Flügel. Können Sie von Ihrem Zimmer aus den alten Turm sehen? Was meinen Sie damit? Ich gehe da nie hin. Wer hat Ihnen das erzählt? Das war dieser alte Säufer, oder? Es war nur eine Frage. Warum regen Sie sich so auf? Ich wusste, dass dieser Bastard über mich Tratsch verbreitet. Glauben Sie ihm bloß kein Wort, Sir. Wenn er besoffen ist, redet er Mist. Sicher. Aber Sie waren doch im alten Flügel, nicht wahr? Ja, aber nur aus Neugier.
Ich habe sonst keinen Grund, dahin zu gehen. Außerdem ist es unheimlich. Was meinen Sie damit? Naja, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. In diesen alten, klammen Mauern habe ich immer das Gefühl, als würde ich von etwas beobachtet werden, was älter ist als die Jahrhunderte. Und diese Stille. Es ist einfach unheimlich dort. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten muss. Okay, ja, man meinte bestimmt Henry, würde ich denken, oder? Wer soll das sonst sein? Der Gärtner. Wie ist der so? Henry? Ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir? Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betrinkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da, starrt ins Leere und trinkt. Ist doch ziemlich seltsam, oder? In der Tat. Auf mich wirkt er nicht wie ein Säufer. Nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Okay, darauf könnten wir ihn natürlich nochmal ansprechen. Können wir hier in den Stall? Das haben wir schon versucht, ne? Ach, nee, das haben wir noch nicht versucht. Wir können in den Stall. Das wusste ich ja noch gar nicht. Okay, dann gucken wir uns hier mal um. Hier ist ein Schalter. Tagsüber ist es hell genug hier drin. Ah, okay, dann machen wir mal Licht wieder aus, ne? Wir wollen ja auch Strom sparen. So, hier sind die... Mit den Pferden können wir nichts machen. Nicht mal streicheln. Dann finde ich ein bisschen schade. Obwohl ich gestehen muss... Pferde... habe ich mal mehr gemocht, als ich sie jetzt mochte. Das trifft es vielleicht ganz gut. Früher als Kind. So. Wasser für die Pferde. Okay. Also nichts weiter Interessantes. Hier ist ein Schraubstock und eine Leiter. Oh, und das Wappen nochmal. Ach, das ist die Kutsche. Aha, das erkenne ich jetzt erst. Das Wappen unserer Familie. Sie sollte repariert werden. Die Kutsche. Na, vielleicht beschwert sich Samuel da gleich wieder bei den Angestellten. So, hier ist noch ein Eimer. Er ist rostig und hat viele Löcher. Er ist nutzlos. Okay. Dann gucken wir uns mal den Schraubstock an. Er ist rostig, aber er funktioniert. Okay, wir könnten also irgendwas schraubstocken, wenn wir wollten. Ich habe keine Verwendung dafür. Außerdem ist er ziemlich schwer. Okay, dann ist hier eine Schublade. Ah, okay, da haben wir ja einiges an Werkzeug. Den Hammer zum Beispiel. Ich muss nichts reparieren. Okay, aber wir können ihn weiter anklicken. Das heißt, vielleicht, wenn wir mal was reparieren müssten... Boah, ich muss das echt mitschreiben. Ich glaube, zum nächsten Mal, zur nächsten Folge bringe ich mir irgendwie ein Buch oder einen Blog oder sowas mit. Und dann schreibe ich den ganzen Kram auf, wo ich sage, das könnte später nochmal wichtig werden. So, und die Metallkiste. Nägel, Schrauben, nichts, was ich gebrauchen kann. Ey, hier ist so viel nützlicher Adventure-Kram, ne? Schnägel, Hammer, Kleber und er will nichts davon. Na gut, dann eben nicht. So, hinaus will ich auch noch nicht. So, wir können wieder zur Schublade. Oh, hier ist eine Flasche. Mauve Médoc Monserelle, würde ich sagen. Rotwein aus unserem Keller. Wie kommt die Flasche hierher? Ich werde Morris fragen, woher er sie hat. Okay, klaut er etwa Wein? Charmant steht da drauf. So, ist hier noch irgendwas? Nee, okay. Na, wir wollten nur mal noch sicher gehen. Nicht, dass wir einen Korken mitnehmen können oder so. Die Weinflasche. Dann haben wir hier die Leiter, ob wir da hoch können? Sie wirkt stabil, aber ich klettere da nicht hoch. Da nicht. Ist nur Heu für die Pferde. Und das ist Morris' Aufgabe. Ach so, und wir machen natürlich nicht die Arbeit eines anderen. Wer sind wir denn? So, ach ja, und hier ist der... Moment, ich gucke noch mal kurz, ob wir dann da irgendwas sehen in diesem kleinen Bereich. Klick. So, können wir jetzt hier die Mistgabel oder so? Nö. Ja, na gut, dann... Moment, war hier noch was? Heu, ja. Jetzt finden wir eine Nadel. Ich möchte nicht schmutzig werden. Der Mann macht's mir aber auch schwer, ne? Nö, ich will mich nicht im Gewächshaus umsehen. Ach, Werkzeug, das brauche ich nicht. Schmutzig werden möchte ich auch nicht.
Mensch, Mensch, Mensch. Ich glaube, der hat das Genre nicht gelesen. So, aber dann fragen wir ja, wir haben ja einen neuen Dialog wahrscheinlich jetzt mit der Weinflasche. Das bereden wir doch direkt mal mit Morris. Und dann können wir nochmal versuchen, mit dem Gärtner zu reden, ob da jetzt auch was Neues kommt. So, wir wandern gemächlich um ihn herum. Ja, Sir? Die Weinflasche. Morris, mir ist aufgefallen, dass eine Flasche Wein auf Ihrem Arbeitstisch im Stall steht. Wein? Manchmal genehmige ich mir einen Schluck, wenn es draußen kalt ist. Aber nie während der Arbeit. Es ist eine Flasche unseres besten Rotweins. Wo haben Sie die her? Tja, ich... Sir William hat sie mir mal geschenkt. Nur diese eine Flasche. Tatsächlich? Ja, Sir. Na gut, Morris. Ich glaube nicht, dass William eine Flasche unseres besten Jahrgangs verschenkt hätte. Morris muss sie sich auf andere Weise beschafft haben. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Okay, alles klar. Der beste Jahrgang auch noch. Weiß ich aber gar nicht, was wir mit dieser Information machen sollen. Hier ist ja der Fleck, das wissen wir ja schon. Dann würde ich wirklich nochmal probieren, nochmal mit dem Gärtner zu reden. Ob der uns noch was dazu sagen möchte, dass er sich betrinkt in seiner Hütte. Oh, er ist weg! Warum sind die Leute immer weg, wenn ich was von ihnen möchte? Das ist doch echt nicht in Ordnung. Der Butler, der Gärtner. Vielleicht ist jetzt offen. Ah ja, jetzt können wir rein. Oh, ein Gemälde. Darf ich das mal angucken? Wow. William mochte diesen Ort sehr gern. Er kam oft hierher, um zu malen. Und manchmal verbrachte er den ganzen Tag hier. So, alles klar von William ist das. Ich dachte schon, der Gärtner malt in seiner Freizeit. Ich wollte schon sagen, voll den falschen Job gekriegt. Gucken wir mal. Das Schloss Black Mirror. Es sieht wirklich hübsch aus, muss ich sagen. Es gefällt mir richtig gut. So, ich dachte irgendwie, weil der Gärtner meinte, dass er abschließt, dachte ich irgendwie, er wohnt dann hier oder so. Oh, das Gerät. Das sieht sehr mitnehmbar und sehr gefährlich aus. So, haben wir hier noch irgendwas, bevor wir mit Henry reden? Scheint nicht so. Schade. Ich hätte gern noch irgendwas angeklickt, aber na gut, dann reden wir mal mit Henry. Brauchen Sie etwas, Sir? Das Gemälde? Henry, dieses Bild hinter uns. Wann hat William das gemalt? Das ist lange her, Sir. Zu einer Zeit, als er noch in den Garten ging. Madame gab mir die Anweisung, es hierher zu bringen. Also habe ich mich darum gekümmert. Sir William war wirklich begabt. Finden Sie nicht auch, Sir? Ja, das war er. Ich will Sie nicht länger stören. Okay, wir können ihn also nichts dazu fragen, was wir erfahren haben. Okay, aber wir wissen jetzt, er malt Bilder. Ich würde jetzt natürlich eigentlich gerne die Madame fragen, warum sie gesagt hat, das Bild soll ins Gewächshaus, ne? Das finde ich mysteriös, aber ich weiß nicht, ob er mit ihr reden will. Es könnte sich aber natürlich auch jetzt noch mehr verändert haben. Finde ich ja... Ja, weiß ich nicht, was ich davon halte. Einerseits macht es ja Sinn an dem Haus, dass die Leute an verschiedene Orte gehen und so. Aber... Ja, ich krieg halt immer gerne mit. Ich mag es gerne, alle Dialogaktionen auszuprobieren und so. Deswegen ein bisschen schade, dass der Butler gegangen ist. Wir schauen mal, ob wir mit der Madame jetzt reden können. Victoria möchte allein sein. Ich werde sie jetzt nicht stören. Okay, schade. Können wir also nicht... so hier im Esszimmer wird ja... Nee, wird ja nichts weiter sein. Wir könnten versuchen, nochmal mit dem Herrn in der Bibliothek zu reden. Und wir könnten versuchen, nochmal mit dem Herrn oben zu reden. Vielleicht haben die ja noch neue Erkenntnisse für uns. Können wir mal nachfragen? Herman, hier. Ich habe Fragen. Heute wird er mir nichts mehr sagen. Morgen werde ich ihn zu Hause besuchen. Okay, also auch nicht über andere Themen reden. Heute ist einfach Gespräch alle. So, ich gucke nochmal bei dem Globus. Ich fand die Idee, dass wir die Bonbons da einsetzen können, wirklich lustig. Deswegen will ich mal schauen, ob das geht. So...
Bonbons. Anscheinend nicht. Schade. Die Pillen vermutlich auch nicht. Ich habe halt das Gefühl, hier fehlen irgendwelche Kugelobjekte. Also die Planeten wahrscheinlich, würde ich denken. Na gut. Ich überlege die ganze Zeit, was wir mit der Münze machen könnten. Aber wir haben irgendwo irgendwie eine Jukebox oder sowas gesehen, ne? Aber dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hoch und quatschen nochmal mit dem Typen im Arbeitszimmer. Vielleicht hat der ja noch irgendwas Neues. So. Einmal hier rum zur Treppe. Dann nach hier oben. Und in den alten Flügel könnten wir natürlich auch nochmal gucken, jetzt wo wir wissen, dass der Stallbursche, wäre das wahrscheinlich, ne? Dass der da mal drin war. Vielleicht ist ja dadurch da was Neues. Aber ich rede vorher nochmal mit Robert. Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Ah ja, wir können ihn nach Henry fragen. Okay, das machen wir mal. Morris und Henry scheinen einander nicht zu mögen. Sie streiten sich zwar. Aber wenn sie einander nicht so oft begegnen, machen sie keinen Ärger. Mir sind aber ihre albernen Probleme ziemlich egal. Okay, und dass er sich betrinkt? Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein. Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Richtig. Ich muss jetzt gehen. Gut. Dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Ich meine, das sind diese mysteriösen Blutflecke, die auf einmal verschwunden sind. Aber das kann er ja nicht gewesen sein, ne? Er stand ja da vorne. Wir waren ja die ganze Zeit da. Ich will noch mal in den alten Flügel gucken, ob da noch irgendwas Neues ist. So. Scheint erstmal nicht so. Der verfallene Kamin, da können wir noch mal gucken halt, frage ich mich. Nur Asche. Nur Asche. Warum können wir es dann nochmal anklicken, Samuel? Das macht doch keinen Sinn. Und auf den Dachboden kommen wir wahrscheinlich auch immer noch nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Und wir haben es ja verpeilt, dem Butler nach dem Schlüssel zu fragen. Wo ist der eigentlich hin? Der müsste doch irgendwo sein. Den Gärtner haben wir jetzt direkt wiedergefunden. Aber der Butler bleibt verschwunden. Ich überlege, was hatten wir denn noch für Orte, wo wir noch nicht waren? Die Küche hatten wir noch. Es könnte natürlich sein, dass er irgendwie kocht oder sowas. Aber waren wir da nicht schon mal? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ist aber einen Versuch wert. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Küche gucken. Ob er da nicht vielleicht ist. So, hier ging es nicht weiter, ne? Die Tür war einfach zu. Und wir gucken nochmal in der Küche, ob der Butler vielleicht dahin verschwunden ist. Aber ich glaube, da waren wir schon mal. Ja. Hier ist nix und im Keller ist die Tür jetzt zu gewesen. Kann natürlich sein, dass sie jetzt offen ist. Ich habe keinen Grund, in den Keller zu gehen. Ah ja, genau. Das war es so rum. Stimmt, ich erinnere mich. Dann ist der wirklich einfach verschwunden. Und sonst ist hier auch nichts weiter. Na gut. Weiß ich gar nicht mehr, was wir als nächstes machen sollen. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich finde, die Folge hat eine gute Länge bereits. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einmal Schluss. Und ihr könnt mir ja gerne Ideen in die Kommentare schreiben, was wir noch so machen könnten. Vielleicht fällt euch was Gutes ein, dann kann ich das ausprobieren. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Black Mirror. Bis dann, tschüss!